ich bin Ariane. Dich erwartet heute eine sehr ruhige Einheit, bei der wir versuchen möchten, Bewegung und Atmung aufeinander abzustimmen. Ein weiterer Schwerpunkt ist neben der Atmung noch die Mobilisation, also die Beweglichkeitssteigerung des Schultergürtels. Ich wünsche uns viel Spaß. Also dann stellt euch mal ganz entspannt erstmal hin, ganz locker. Gewicht schön gleichmäßig auf den Beinen verteilen und einfach mal kurz die Augen schließen. Kommt erstmal bei euch an, wirklich Konzentration auf euch, alles andere ringsum ausblenden und dann das Gewicht, den Körper mal so ganz leicht nach vorne und hinten verlagern. Dabei bleiben die Füße aber immer am Boden. Ihr spürt nur, wie sich der Druck, das Gewicht auf den Füßen ganz leicht verlagern und den Atem fließen lassen. Schultern hängen, Arme hängen wirklich runter. Also in Summe die Bewegung so entspannt wie möglich machen. Und daraus machen wir mal einen Kreis. Auch hier wieder spüren, wie sich das Gewicht, der Druck auf den Füßen verlagert. Auch hier sollen sie immer komplett am Boden bleiben. Ein kleiner Kreis. Andersrum. Und dann in der Mitte ankommen, dass man sozusagen wieder still steht. Und dann die Augen auch wieder aufmachen. Und jetzt die Hände ungefähr auf Brusthöhe ziehen. Dabei tief einatmen, wirklich so viel wie ihr könnt. Und dann dreht ihr die Hände, schiebt sie nach unten und atmet dabei bis aufs Letzte wieder aus. Ja, also dadurch ist die Armbewegung wirklich sehr langsam. Tief einatmen, richtig spüren, wie der Brustkorb groß wird und alles ausatmen. Einmal noch so. Dann kommen die Hände nochmal mit der Einatmung auf Brusthöhe. Beim Ausatmen strecken wir die Arme aber nach vorne aus, als wenn ihr was wegschieben wollt. Und dann zur Seite ziehen und dann geht der Brustkorb richtig auf. Tief einatmen und dann über die Seite mit der Ausatmung senken, sodass wir die Hände dann wieder mit der Einatmung auf Brusthöhe ziehen können, mit der Ausatmung nach vorne ausstrecken und dann richtig weit mit der Einatmung aufmachen. Wirklich richtig weit nach hinten ziehen die Arme. Einmal dann noch tief einatmen, ausatmen und dann ziehen wir die Arme ganz bis nach oben. Tief einatmen, richtig lang machen und dann geht es über die Seite mit der Ausatmung wieder runter und noch einmal. So viel einatmen, wie es geht. Richtig lang nach oben machen und ausatmen. Einmal noch. Die Arme unten sind, einfach hängen lassen. Versucht mal am Schultergürtel ganz locker zu bleiben und dann malen hier die Hände eine ganz kleine Acht. Ganz locker. Also da soll quasi gar kein Widerstand in der Schulter zu spüren sein. Ein ganz kleines Schwingen, eine Acht malen, den Atem einfach fließen lassen. Auch ganz ruhig in der Bewegung. Auch hier mal andersrum. Ganz
ganz locker. Und locker fest, also locker hängen lassen. Und dann nehmt ihr mal eure Hände hier so vor dem Bauch zusammen und stellt euch vor, hier ist so eine Kugel zwischen. Jetzt geht euer rechter Arm nach hinten oben, so weit wie es geht, und den linken den schiebt ihr hier richtig weit raus. Ja, also hier kommt Zug drauf und vielleicht auch sogar hier im Handgelenk. Richtig aufmachen und dann wieder nach vorne nehmen und wir wechseln. Beide Arme bis an den Anschlag ziehen und schaut ruhig auf der Hand hinterher. Richtig weit an den Anschlag die Arme ziehen. Dann mal einfach richtig tief einatmen und Bein zusammennehmen, ausatmen. Im eigenen Atemrhythmus. Vielleicht merkt ihr auch, wie von Mal zu Mal die Spannung, wenn es vielleicht zieht, weniger werden, auch sowas wahrnehmen, darauf achten. So einmal dann noch in jede Richtung. Und dann die Arme kurz senken, wenn ihr in der Mitte angekommen seid. Die Beine ein bisschen weiter öffnen. So ganz leicht jetzt Gewicht verlagern. Und wir schieben dabei quasi immer was nach rechts weg. Arme zur Mitte ziehen und nach links weg. Richtig rausschieben die Arme. Schultern bleiben tief. Ausatmen, wegschieben. Einatmen, rannehmen. Ausatmung ganz lang machen. Ja, da können die Schultern durchaus ein bisschen vorwandern, auseinandergehen, rannehmen. Und letzte Mal und dann wieder in der Mitte ankommen, ganz locker so stehen bleiben. Jetzt atmen wir nochmal tief aus und heben dabei die Arme vorne auf Schulterhöhe ungefähr hoch. Wieder richtig tief einatmen, nochmal so weit nach hinten ziehen, wie es geht. Jetzt aber die Arme wieder nach vorne ziehen und absinken lassen. Vorne locker auf Schulterhöhe ziehen, weit öffnen, wieder bis an den Anschlag ran, nach vorne ziehen und senken. Ganz entspannt. Ja, beim Einatmen wirklich Brustkorb quasi vorschieben, der öffnet sich richtig. Ganz locker auch in den Armen, in den Schultergürtel bleiben. Einmal noch. Jetzt ziehen wir die Arme nochmal ganz weit nach oben und öffnen uns hier nach rechts und schiebt mal die Hüfte richtig nach links raus, dass das hier ruhig so ein bisschen spannt, und stellt euch vor, ihr habt so einen großen Gymnastikball hier zwischen. Dann kommt er wieder hoch, gleich zur anderen Seite rüberlehnen. Auch die Hüfte richtig zur Seite raus und rüber schieben. Wieder hochkommen, die Arme einmal nach unten absinken lassen. Dann wieder nach oben ziehen, tief einatmen, so viel wie es geht, und wir lehnen uns nach rechts rüber mit der Ausatmung. Einatmen, wieder hochkommen.
Mit der Ausatmung zur anderen Seite. Einatmen und Arme wieder senken. Und gleich nochmal tief einatmen und nochmal nach rechts rüber. Und jetzt schaut ruhig auch mal nach unten zur Hand. Aufrichten mit der Einatmung, Ausatmung zur anderen Seite nach unten schauen. So, eine Runde machen wir noch. Nochmal tief einatmen und dann Ausatmung, rüberlegen, nach unten schauen. Und die Arme wieder runternehmen. So, dann einfach mal die Arme nach vorne nehmen. Handinnenflächen sind oben. Es bewegt sich jetzt ein Arm. Jetzt ein bisschen an der Seite, hier nach hinten, also ihr lasst ihn quasi so nach unten durchschlenkern und dann schiebt ihr hier kraftvoll was nach vorne weg und dann schwingt der andere Arm nach hinten, anwinkeln und was nach vorne wegschieben. Und versucht mal dabei euren Arm, euren Ellbogen auch richtig weit nach hinten zu ziehen. Und wer sogar schafft, noch dem Arm daher zu schauen, also dass wir wieder über die Schulter schauen. Ja, dass der Oberkörper, der Schultergürtel so richtig schön mitdreht, beweglich gemacht wird. Einatmung, schieben wir nach hinten, Ausatmung, drücken wir kraftvoll vor. Einmal noch jeden Arm. Und dann die Arme nochmal absinken lassen. Kurz locker. So, jetzt die Beine mal ein bisschen weiter öffnen. Auch hier verlagern wir wieder das Gewicht. Und zwar, jetzt gar nicht so viel über die Bewegung nachdenken. Und zwar nehmen wir mal den rechten Arm hier in die Lendenwirbelsäule. Ruhig auch immer so weit anwinkeln, wie es geht. Der andere Arm, der schwingt jetzt hier rüber zur Seite und dann wird einfach gewechselt. Denkt da nicht so viel drüber nach, wo die Arme hinwandern. Und dann auch jetzt relativ kraftvoll diesen Arm vorm Körper zur anderen Seite rüberschwingen. Genau. Und eben wirklich hinten den Arm auch richtig schön anwinkeln. Einmal noch in jede Richtung und dann einfach in der Mitte einfinden. Wir bleiben so stehen und nehmen beide Arme nach hinten, Hände in die Lendenwirbelsäule und machen so Kniebeuge. Einatmung tief, Ausatmung hoch. Ruhig im Atemrhythmus, auch wenn es gar nicht so einfach ist. Gewicht gleichmäßig auf dem Bein verteilen, sich auch da nochmal drauf konzentrieren, Füße bleiben immer komplett am Boden. So, beim nächsten Mal bleibt ihr mal so auf halber Höhe, könnte man sagen, und stützt euch mittig auf den Oberschenkeln ab und macht dann die Lendenwirbelsäule rund, also Bauch und Becken zur Wirbelsäule ziehen und nach hinten rausschieben. Kopf
Schultergürtel bleiben ungefähr, wo sie sind. Beine bleiben auch ungefähr in gleicher Position. Bleibt da mal gerade und wir lassen uns richtig nach unten aushängen. Also Hände weg vom Oberschenkel. Beine können gerne noch ein bisschen angewinkelt bleiben und einfach mal aushängen. Arme, Schultern hängen lassen, den Kopf ganz schwer werden lassen. Wenn es unangenehm ist, stützt euch wieder auf den Oberschenkeln ab. So, jetzt hier unten nochmal tief einatmen und mit der Ausatmung und unter Bauchspannung nach oben aufrollen, bis ihr wieder gerade steht. Genau. So, dann hinsetzen. Relativ weit vorne sitzen. So, wir fügen jetzt ein paar Bewegungen aneinander und zwar einfach mal so weit nach vorne lehnen, wie ihr kommt. Hier einfach mal richtig rüberlehnen, Wirbel für Wirbel. Dann tief einatmen, wir rollen wieder Wirbel für Wirbel auf. Jetzt zieht die Arme einfach hinterher, zieht sie dann nach oben Richtung Decke und auch mal so richtig überstrecken, die Bauchdecke lang ziehen, auch nach oben schauen, Arme absinken lassen. Wir wollen was nach vorne wegschieben, wieder richtig lang machen die Arme. Und jetzt macht er hier einfach so einen ganz lockeren Kreis und wieder nach vorne lehnen. Wirbel für Wirbel, Oberkörper geht Richtung Beine. Tief einatmen und dann wieder Wirbel für Wirbel aufrollen. Arme nach oben ziehen, überstrecken die Körpervorderseite. Arme dann wieder nach vorne nehmen. Was wegschieben, Kreis hier malen und dann wieder nach vorne lehnen. Wirbel für Wirbel aufrollen. Das jetzt einfach ein paar Mal im eigenen Tempo machen. Wieder überstrecken. Arme anlegen, absinken. Einmal machen wir das Ganze noch. Und dann einfach die Hände nochmal auf dem Oberschenkel ablegen. Also nicht wieder nach vorne abrollen. Beziehungsweise die Hände dann auch hängen lassen. Rechtes Bein nach vorne ausstrecken. Schön gerade sitzen, beziehungsweise mit geradem Oberkörper ein bisschen zurückwandern, Bauchspannung und das Bein gestreckt auf und ab bewegen und hier wirklich festbleiben in der Körpermitte. Kann jetzt ein bisschen zügiger sein, Atem fließen lassen. Kurz umhalten. Absetzen, Ferse nur aufsetzen. Die linke Hand geht hier außen an den rechten Fuß ran. Ja, wirklich von außen richtig rumgreifen. Und entweder lasst das Bein gestreckt oder auch anwinkeln. Der Fuß schiebt in den Arm, in die Hand. Der Arm, die Schulter ziehen aber nach hinten. Also hier spannt alles an und es müsste dann links am Schulterblatt außen spannen. Ja, der Fuß drückt nach unten, der Arm, die Schulter ziehen nach hinten. Kurz so bleiben. Sollte es nicht außen am Schulterblatt ziehen, bewegt die Schulter mal so ein bisschen rauf und runter. Atem fließen lassen, kurz so bleiben.
und lösen, aufrichten. Schulter kurz ein bisschen kreiseln lassen und dann wechseln wir natürlich erstmal das Bein. Links ganz lange machen, Bauchspannung, Oberkörper geht ein bisschen zurück, das Bein geht rauf und runter, Atem fließen lassen. Auch wieder oben halten. Und locker lassen. Rechte Hand geht außen an den Fuß ran. Und ihr drückt mit dem Fuß, mit dem Bein wieder in die Hand. Und der Arm, die Hand ziehen aber nach hinten, sodass es jetzt außen am rechten Schulterblatt spannen soll. Auch hier sollte es nicht der Fall sein, Schulter ein bisschen auf und ab bewegen. Vielleicht merkt ihr auch einen Unterschied zwischen rechts und links. Halten. Und löse. Auch wieder aufrichten. Schulter hier nochmal kreisen lassen. Und dann stellen wir uns nochmal hin, ungefähr hüftbreit, und ihr überkreuzt hier mal die Unterarme. Ist egal, welcher jetzt vorne oder hinten ist, wir wechseln dann gleich noch. Immer wieder auf die Zehenspitzen drücken und ihr drückt hier die Unterarme dabei kräftig gegeneinander und locker lassen. Ausatmung, hochdrücken und Druck, Einatmung, lösen. Also nicht hier drauf, ein bisschen Abstand ist schon. Schultern bleiben tief, kräftig drücken. Also spürt, wie die Arme anspannen, Schultergürtel fest wird. Und wir wechseln mal hier die Arme und weiter geht's. Ausatmung hochdrücken, Druck drauf, Einatmung lösen. Fühlt sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, weil man startet automatisch mit der Lieblingsposition. Schultern immer noch unten lassen. Und letzte Mal. Und locker lassen. Kurz ausschütteln. Und dann nehmt ihr die Arme hier mal zur Seite. Beine könnt ihr gerne ein bisschen weiter aufmachen. Die Arme hier abwechselnd nach innen und außen drehen und die Bewegung richtig bis in die Schulter reinbringen. Richtig rumziehen, soweit es geht. Und der Blick, der Kopf, der wandert immer in die Richtung, wo die Handinnenfläche oben ist. Ihr wollt in die Hand reinschauen. Also ruhig atmen, nicht dass einem schwindelig wird. Ja, und bewusst die Arme bis an den Anschlag drehen, in beide Richtungen, nach vorne als auch nach hinten. So, die Bewegung an sich soll so bleiben, aber wir wollen jetzt immer die Arme dabei noch anwinkeln. Und dann im Wechsel, eine Hand nach oben, die andere nach unten, Blick wandert hin, anwinkeln und dann wird gewechselt. Einmal noch und locker lassen. Runternehmen nochmal nach hinten. Wir stellen uns nochmal ungefähr schulterbreit hin. Nochmal jetzt so eine runde Kniebeuge und immer beim Hochkommen ein Knie vorne. Richtig schön hochziehen, absetzen, tief gehen. Mit der Einatmung geht es wieder runter. Ausatmung hoch.
Also wirklich kurz auch Gleichgewicht halten. Bleibt mal oben und das Knie, was ihr gerade oben habt, greift ihr und zieht es ganz weit zur Brust ran. Fuß ist locker, Schultern tief lassen, so stehen bleiben. Und lösen und einfach gleich das andere Bein schnappen. Auch hier Schultern wirklich tief lassen. Lösen. Stellt euch nochmal ganz entspannt hin. Den Kopf nach rechts lehnen, soweit es geht. Und die Hand hier einfach nur seitlich rauflegen. Nicht drücken, nur legen. Schulter links tief schieben. Und lösen. Kopf wandert zur anderen Seite rüber. Hand seitlich auf die Schläfe sozusagen legen. Und die rechte Schulter tief schieben. Atem fließen lassen. Und auch wieder lösen. Schultern nochmal kurz kreisen lassen. Und dann legt ihr eure Unterarme zum Abschluss mal entweder auf die Tischkante oder auf die Stuhllehne. Bisschen nach hinten gehen, Beine gerne ein bisschen anwinkeln und durchhängen. Also jetzt zum Abschluss auch nochmal richtig den Schultergürtel, den Brustkorb öffnen. Die Hände an sich ganz locker lassen. Ihr könnt auch gerne die Beine immer ausstrecken und anwinkeln. Einfach austesten, was man jetzt am angenehmsten empfindet. Nochmal richtig tief einatmen und mit der Ausatmung wieder nach oben aufrollen. Arme runternehmen von der Lehne vom Tisch, nochmal ausschütteln. Und dann zieht ihr die Arme noch einmal richtig schön über die Seite nach oben, nochmal tief einatmen. Und dann hier regelt und streckt ihr euch. Ruhig auf die Zehenspitzen drücken, ganz lang und groß machen. Rechts, links. Und alles raus, schieben, tief einatmen und beim Ausatmen ganz locker lassen. Und dann war es das schon wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.